Hier eine Extremwertaufgabe. Du möchtest mit 6 Meter Maschendraht in einer Wandecke einen rechteckigen Auslauf für dein Kaninchen abgrenzen. Frage: Wie wählst du die Maße, damit der Flächeninhalt von diesem Rechteck größtmöglich wird? Wenn wir diese Seitenlänge x nennen, so beträgt diese Seitenlänge 6 minus x, also so. Wir suchen ein Maximum von diesem Flächeninhalt. Deshalb drücken wir diesen Flächeninhalt zuerst mit der Variablen x aus. Dieser Flächeninhalt beträgt natürlich x mal 6 minus x, so, also minus x Quadrat plus 6x. Und da wir von dieser Funktion ein Maximum suchen, leiten wir die Funktion ab und erstellen eine Zeichentabelle dieser Ableitung. F' von x, das macht minus 2x plus 6. Diese Ableitung wird 0 bei 6 halbe, also bei 3. Wenn x 3 ist, ist f' von x also 0. Und da f' ersten Grades ist, schreiben wir rechts von der 0 das Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus, und links von der 0 entgegengesetzt, also so. Da wo f' streng positiv ist, da steigt diese Funktion f. Und da wo f' streng negativ ist, da fällt diese Funktion f. Und da f' bei 3 selbst 0 ist, ist die Tangente bei 3 horizontal und somit haben wir ein Maximum für f bei der Zahl 3. Dieser Flächeninhalt wird also maximal, wenn diese Seitenlänge 3 beträgt. Und wenn diese Seitenlänge 3 beträgt, dann beträgt diese Seitenlänge 6 minus 3, also auch 3, und somit wird dieses Rechteck zum Quadrat. Die Maße sind also 3 Meter auf 3 Meter und das gesuchte Rechteck ist das Quadrat mit Flächeninhalt 3 mal 3, das heißt 9 Quadratmeter. Und somit ist diese Aufgabe schon beendet.